Wohin man auch schaut, Europa zerfällt. Das scheint unausweichlich. Unsere Zivilisation, das Abendland, ist dem Untergang geweiht. Warum also noch handeln? Warum sich überhaupt noch für einen Wandel einsetzen? Warum nicht einfach die Hände in den Schoß legen und passiv, zynisch dem Verfall zusehen? Heute begrüße ich zum zweiten Mal als Gast David Engels, mit dem ich diese Fragen diskutieren werde. David Engels ist Professor für römische Geschichte und Autor mehrerer Bücher über die Zukunft Europas. Zuletzt erschien dieses Buch Europa Aeterna, ein weiterer Sammelband, der sich mit der Frage beschäftigt, was Europa eigentlich ist, wie man eine vereinende europäische Identität jenseits von EU-Globalismus auf der einen Seite und Nationalismus auf der anderen Seite beschreiben kann.